Fußball live im Ersten. Das war die erste Halbzeit mit der deutschen Nationalmannschaft. Präsentiert von Bitburger. Wir sehen ein, na, vielleicht wissendes Lächeln von Berti Vogt, so nach dem Motto, was wäre hier drin, wenn ich genau wüsste, dass ich tatsächlich einen Vollstrecker habe. Das war aus den Anfangsminuten, als die deutsche Mannschaft doch einigermaßen unter Druck war. So sieht man, eine Sensation ist nicht in Reichweite, zum Glück aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft. Aber die Mannschaft tut zwischenzeitlich nicht viel dagegen, muss man sagen. Nein, das ist eins von diesen unangenehmen Spielen, die die Favoriten zu spielen haben gegen sogenannte kleine Mannschaften. Man muss dafür sorgen, dass man rechtzeitig ein Tor macht, dann kann man sein Spiel entwickeln. Ich sehe keine große Gefahr für die deutsche Nationalmannschaft. Es ist wichtig, dass sie schnell umschalten von der Abwehr in den Angriff hinein. Dann entblößen sie sich ein wenig, dass sie nicht so massiv in der Abwehr stehen, wie sie meistens gestanden sind. Durch die Mitte darf man auch nicht kommen, man sollte mehr von draußen kommen, vor allen Dingen über die linke Seite, das ist völlig richtig, da fehlt es ein wenig. Da sollen wir Chancen entwickeln und das wird jetzt mit zunehmender Dauer der Fall sein. Ich glaube nicht, dass dieses Tempo von Aserbaidschan durchgehalten werden kann. Aber es gibt ein paar gute Anhaltspunkte, die ja auch schon in den letzten Wochen und Monaten bei der Nationalmannschaft zu sehen sein. Schauen wir uns gleich noch in Ruhe an. Zunächst, glaube ich, kann man sagen, für Berti Vogt, wenn es so bliebe, wäre es ein Erfolg, dieses 0:1 der Nationalmannschaft von Aserbaidschan. Aber den größten Erfolg als Nationaltrainer, den hat Berti Vogt mit der deutschen Nationalmannschaft geschafft. Das war ein richtig großer Sieg und für Sie vielleicht der Hauptgewinn heute. Rufen Sie an 01371 36 3000 oder online sportschau.de. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 13. August 2009, 24 Uhr. Viel Glück! Deutschland führt 1:0 in Aserbaidschan, alles soweit im grünen Bereich, kann man sagen. Auf der anderen Seite ist es ja auch gleichzeitig das Spiel zum Einspielen. So viele gibt es davor nicht mehr vor dem großen Spiel gegen die Russen, nämlich jetzt dieses Spiel in Aserbaidschan, dann noch eins gegen Aserbaidschan daheim und dann kommt schon das ominöse Spiel gegen Russland. Und das mit dem Einspielen, das scheint ziemlich wichtig zu sein, ne? Ja, das kann man nicht vergleichen. Russland werden natürlich ganz andere Anforderungen gesetzt als hier in diesem Spiel. Das gilt hier zu Ende zu führen, gewonnen zu haben. Und da kann man nicht brillieren. Das ist zu einseitig verteilt. Aserbaidschan hat sich von Anfang an auf ihre Art zu spielen verlegt. Und das gilt einfach nur für uns als Anforderung, sie zu besiegen und da auch wieder nach Hause zu fahren mit diesen drei Punkten. So viel Milde von Ihnen. Auf der anderen Seite, glaube ich, so oft sind die ja nicht mehr zusammen. Also insofern ist das ja, sagen wir mal, schon eine bessere, eine wirklich richtig gute Trainingseinheit heute. Und wenn wir uns mal gleich die erste Szene anschauen aus der 7. Minute, dann wird, glaube ich, deutlich, dass da doch noch einiges an Abstimmung erst einmal sich besser einspielen muss. Vor allen Dingen in der Hintermannschaft. Ja. Da wird Schäfer im Zweikampf besiegt. Aber man sieht, letzten Endes ist das keine Gefahr. Sie haben Sie vermissen immer den Abschluss und das ist ja das, was Berti Vogt am meisten bemängelt, dass er keinen Stürmer hat, der ein typischer Torjäger ist, geschweige denn, dass sie zum Abschluss kommen und das ist einfach so. Deswegen haben sie auch noch kein Tor geschossen in dieser WM-Qualifikation, deswegen gab es auch nur zwei Siege gegen Andorra und Bahrain, aber deswegen ist es ja umso wichtiger für die deutsche Mannschaft, dass sie da jetzt nicht sagt, wir haben kein Tor gefangen, sondern auch so ein bisschen da hinten sich langsam einspielt. Es gibt eine weitere Szene, das ist alles noch vor dem 1:0 aus der Anfangsphase, bei der man sieht, dass die Hintermannschaft hier und da doch, na sagen wir mal, doch einige Lücken hat. Da ist Robert Enke nicht ganz entschlossen. Ja, das ist nicht Enke, der den Fehler macht. Das ist die Abstimmung in dieser Abwehr, die natürlich nicht stimmt. Und anhand von solchen Fehlern kann man darauf hinweisen, dass es natürlich nicht passieren darf. Da rückt Schäfer zu spät hinein. Und in den Rücken von Taski, nicht? Also, das ist so eine symptomatische Szene, die wir auch schon ab und zu von der deutschen Mannschaft in den letzten Spielen gesehen haben. Ja, man muss darauf gefasst sein. Also manchmal hätte ich mir gewünscht, in der heutigen Zeit zu leben, weil aus dem Mittelfeld solche langen Pässe in den Rücken der Abwehrspieler zu spielen. Die sind doch noch da. Ja, ja. ich lebe noch. Ja, zum Glück, ja, vielen Dank. Sagen. Sehr freundlich. Mhm. Das ist ein probates Mittel. Man hat das in der Szene mit Michael Ballack, wir werden es gleich sehen, auch hervorragend gezeigt, dass das probate Mittel sind, in den Rücken der Abwehr zu kommen, von draußen noch, um da sich Chancen zu erarbeiten.
Michael Ballack, gutes Stichwort für die nächste Szene, die wir rausgesucht haben, ist aus der 12. Minute. Und eine muss man sagen, also das sieht wirklich so gewollt aus, durch die Beine, ganz hervorragend. Ja, das hat er sicherlich nicht gewollt, durch die Beine. Das glaube ich doch. Ach, was Sie glauben. Also nicht durch die Beine, jedenfalls ist das, was er vorhat, ganz hervorragend. Und man sieht, genau, durch die Beine. Dass der Abwehrspieler aus Aserbaidschan gar nicht darauf gefasst ist. Sowas kennt er nicht. Und das ist auch schwer, das zu beherrschen. Auch schön in den Rücken, auch schön zur Grundlinie. Da hat man mal gesehen, wie wichtig der Kapitän ist, wenn er so spielt, wenn er so in der Form ist. Ansonsten muss ich sagen, war nicht so viel zu sehen bisher von Michael Ballack. Ja, es ist alles eine normale Leistung und es ist kein herausragendes Spiel, was er hier abliefert. Aber es ist kein Grund, ihn besonders zu kritisieren. Aber trotzdem eine gute Chance, heute einzuspielen. Das kommt dann ja später. Wir haben noch eine Szene dazu. Jetzt schauen wir vielleicht erstmal auf das 1:0. Das doch aufgrund der Reaktion von Joachim Löw, glaube ich, kann man das gut nachvollziehen, doch ein bisschen der Hustenlöser war, nicht? Ja, das habe ich auch mit Erstaunen festgestellt. Er hat also doch mehr Angst vor diesem Spiel gehabt, als er vielleicht im Vorwege zugegeben hat. Und es ist ja auch so unglaublich wichtig, das erste Tor zu erzielen gegen einen Gegner, der nur ein Ziel hat, wirklich zu verteidigen und ab und zu sporadische Angriffe nach vorn zu bringen. Deswegen ist es ganz wichtig, da mal vorzulegen, weil dann ist das Spiel meistens entschieden oder weitgehend entschieden. Da haben wir die Reaktion noch gerade gesehen. Unhaltbar, muss man auch dazu sagen, weil der im letzten Augenblick noch so abgefälscht war, dass der Torwart da so schnell nicht mehr zugreifen konnte. Ich weiß, Sie wollen jetzt wieder widersprechen, aber... Nein, gut. Für diesen Torwart allemal unhaltbar, ja klar. Nein, Sie können das auch auf jeden Fall ja besser beurteilen. Sie waren ja auch mal Torwart, insofern schließe ich mich dem an, dass es vielleicht dann doch noch mit Glück hätte klappen können. Aber dem Torwart kann man keinen Vorwurf machen. Trotzdem, Sie wollen ja auf den Zug nicht aufspringen. Was mir auffällt, ist, dass das eine Formation ist, da wird jetzt heute nicht mehr viel experimentiert bei Joachim Löw, sondern offensichtlich ist er jetzt auf dem Weg, dass er so langsam die richtige Formation zumindest schon mal für dieses Spiel gegen Russland finden will. Nun, ich bin nicht zufrieden mit unserer Innenverteidigung. Das habe ich schon sehr, sehr oft geäußert, dass das das Zentrum ist, was unbedingt stimmen muss. Das ist nicht ein Bollwerk, wie wir es auch schon mal gehabt haben. Da sind wir auf der Suche. Und mit Taske ist er nach wie vor auf der Suche, da den richtigen Partner für Mertesacker zu finden. Das muss abgestimmt sein, das muss sehr, sehr gut abgestimmt sein, weil wir werden andere Sturmreihen erleben, die uns das Leben sehr, sehr viel schwieriger machen, als das heute natürlich der Fall ist. Und da muss vor allen Dingen aus der Mitte heraus Sicherheit herausstehen. Dass es kein Bollwerk ist, können wir uns auch gleich noch mal als Exemplar anschauen aus der 39. Minute. Weiterer Angriff, es gab eine ganze Menge davon, muss ich sagen. Also mehr, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt, für Aserbaidschan. Ja, das muss ich auch sagen. Und aber hier ein Torhüter, der Kopf und Kragen riskiert. Ein wenig unorthodox geht er zum Ball hin, dass er auf beiden Knien da dem gegnerischen Stürmer entgegensteht. Da gibt er seinen Kopf frei. Und das kann natürlich passieren, das ist ja kein böser Wille vom Aserbaidschaner. Der konnte eben auch nicht mehr bremsen und infolgedessen sind zusammengeprallt. Ja, aber es ist ja immer gut, wenn man seinen Kopf frei hat. Also insofern können wir uns ganz in Ruhe... Das kann ich von Ihnen nicht sagen. Nein, nein. Das machen wir uns ganz in Ruhe. Noch die Szene anschauen, die richtig Mut gemacht hat, weil sie zeigt, wie die deutsche Mannschaft vielleicht dieses Spiel hätte auch des Öfteren aufziehen sollen. Ja, man sieht also jetzt, dass hinten nur zwei verteidigen. Jetzt kommen mehr dazu von den Aserbaidschanern. Aber das ist natürlich eine gute Lösung gewesen, zu einer Torchance zu kommen und kaum zu verstehen, dass der Ball nicht im Tor landet. Jetzt kommen die erstmal zurück und da werden drei Leute mit einem Hackentrick ausgeschaltet. Und da stimmt es auch wieder nicht, aber das hätte unbedingt ein Tor werden müssen. Nicht zu verstehen bei diesem beim Kopfball starken Klose. Aber er hat selbst den Kopf geschüttelt, weil er wohl gemerkt hat, irgendwas stimmte an dem Kopfball nicht. Und so bleibt es beim 1:0 für Deutschland in Aserbaidschan. Gleich geht's weiter und dann meldet sich von dort aus Baku Tom Bartels. Ich will einen Ort, an dem ich mich sicher fühle. Nichts im Leben ist perfekt. Aber manchmal ist Präzision einfach alles.
Fußball live im Ersten. Viel Spaß bei der zweiten Halbzeit mit der deutschen Nationalmannschaft. Präsentiert von Bitburger. Hansi Flick fing gut an für die deutsche Mannschaft. Eine etwas wackelige Anfangsphase, ein frühes Tor. Das sollte eigentlich Sicherheit geben, gab es aber nicht über die ersten 45 Minuten. Warum nicht? Ja, und man sieht, der Gegner ist sehr, sehr aufsässig, sehr, sehr griffig und versucht natürlich schon ein hohes Engagement an den Tag zu legen. Wir haben nach dem 1-0 versäumt, auch wir haben ein, zwei Chancen gehabt, die müssen wir machen. Und das wollen wir natürlich versuchen, in der zweiten Halbzeit besser zu machen und das zweite Tor nachzulegen. Spekuliert ihr auch darauf, dass der Gegner vielleicht das Tempo so nicht hochhalten kann? Nein, wird überhaupt nicht spekuliert, sondern wir wollen ganz klar, das ist auch die Devise in der zweiten Halbzeit, wir wollen so früh wie möglich das Spiel entscheiden. Wird gewechselt jetzt? Nein, wir spielen so weiter. Danke, viel Glück. Bitte schön, danke schön. Und da war Hansi Flick eine ganze Zeit vor seiner Mannschaft draußen, die nämlich kommt etwas später. Berti Vogts mit entschlossenem Schritt Richtung Trainerbank. Meine Mannschaften werden immer Mönchengladbach und Deutschland bleiben, hat er gesagt. Er arbeitet hier akribisch, schafft Strukturen, strukturierter, ganz klar, trat die deutsche Mannschaft auf, der er so viel zu verdanken hat. Sein ganzes Leben geprägt vom deutschen Fußball, Europameister 96. Hier ist er seit April 2008, Jogi Löw, ein bisschen länger im Amt. Das nächste Tor einer deutschen Nationalmannschaft, eines deutschen Spielers heute, wäre das 100. seit er im Amt ist. Noch ein paar letzte Anweisungen an Piotr Tuchowski. Vielleicht in etwa so wie praktisch in den letzten Sekunden vor dem Pausenpfiff. Dann kann das Spiel hier schnell entschieden sein. Das ist die Aufgabe für die deutsche Mannschaft. Schnellstmöglich das zweite Tor zu erzielen, um hier nicht möglicherweise bis zum Abpfiff vor gut 20.000 Zuschauern noch um den Sieg bangen zu müssen. In einige prekäre Situationen. Immerhin hat Aserbaidschan die deutsche Abwehr gestürzt. Weiter mit dem Kapitän Michael Ballack, der offensichtlich mit dem Oberschenkel wirklich keine Probleme mehr hat. Kann höchstens sein, dass er nach einem zweiten Treffer dann wieder prophylaktisch rausgenommen würde. Das sollte das deutsche Team dann ohne ihn auch nach Hause bringen können. Aber erstmal muss der zweite Treffer her. Kann werden. Dann kann es eine Überraschung geben. Für die deutsche Mannschaft ist die Anfangsphase gut gegangen. Und auch die langen Minuten nach dem 2:0, als es hinten ja fast schon ein bisschen drunter und drüben hier und da ging. Kloses 2:0 hat letztlich die Partie entschieden. Schweinsteiger die deutsche Mannschaft in Führung gebracht. Jastaski kann Kakao den Ball nicht mehr direkt annehmen. Die Chance ist immer noch da. Schweinsteiger. Ganz starke erste Hälfte. Allenfalls durchschnittliche zweite von ihm. Özil. Taski. Hat nach vorne die Mannschaft unterstützt. Hinten genau wie Mertesacker Schwächen offenbart. Es ist alles gesagt zu einer allenfalls durchschnittlichen Partie unterm Strich. Deutschland hat, das war das Wichtigste, die Tore gemacht, wenn sie gebraucht wurden, durch Schweinsteiger und Klose. Berti Vogts und Aserbaidschan haben das Gesicht gewahrt, haben eine gute Leistung gezeigt. Trotzdem holt Deutschland die drei Pflichtpunkte. Weiter geht's mit Gerhard Elling und Peter Netzer. Der deutschen Nationalmannschaft, präsentiert von Bitburger. Deutschland gewinnt 2:0 und Günter Netzer, Sie haben gesagt, das Ergebnis ist das Wichtigste, hier muss man gewinnen und dann schwamm drüber. Sehen Sie es immer noch so? Ja, das haben Sie auch in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll bewiesen, die deutsche Mannschaft, dass das das Wichtigste ist. Sie haben gewonnen und die zweite Halbzeit ist eine sehr schlechte Halbzeit der Deutschen gewesen, die zu viel zugelassen haben. Ich muss mich revidieren, ich bin in einer grandiosen Fehleinschätzung aufgesessen, dass die Aserbaidschaner
keine Luft mehr hatten für die zweite Halbzeit. Ich habe vergessen, dass Berti Vogts der Trainer war. Aber die Deutschen haben zu viel zugelassen und ganz viele Schwächen. Es ist jetzt ganz schlecht, dass Sie immer noch Luft haben, weil die Sendezeit geht dem Ende entgegen. Und wir melden uns gleich wieder, meine Damen und Herren, mit der Analyse zu diesem Spiel. Dann hören wir auch noch Joachim Löw und dann sehen wir noch zwei Top-Teams der WM-Qualifikation. Niederlande gegen England. Bis gleich. Niederlande und England. In der WM-Qualifikation souverän. 7 Spiele, 7 Siege. Die Niederlande haben das WM-Ticket schon sicher. Als einzige in Europa. 7 Spiele, 7 Siege. England, ein Team der Superstars. Unter Capello eine Einheit. Er hat sie wieder stark gemacht. In aller Freundschaft. Die Niederlande gegen England. Live nach der Tagesschau. Ob Rom, München oder Paris. Hotels online und das schon ab 19 Euro. HRS, das Hotelportal. Oh oh. Oh oh. Ah. Ah, ah. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ob Stadt, Strand oder in die Berge. Hotels online. Und das schon ab 19 Euro. HRS, das Hotelportal. Es geht um nichts und trotzdem wollen beide gewinnen. Niederlande gegen England. Das Länderspiel heute Abend live im Ersten. Gemeinschaft. Sodbrennen ist äußerst schmerzhaft. Ätzende Magensäure steigt immer wieder